Angela Merkel hat völlig recht. Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit. Die Oberhäupter des Terrorismus in Teheran hat das allerdings nicht weiter beeindruckt. Deutschland steht auf der Seite der Menschen, die auf den Straßen protestieren, sagt die Kanzlerin. Was ihr Wort wert ist, kann man in ihren Taten ablesen. Die bleiben aus. Dabei bietet sich dem Westen eine einmalige historische Chance. Das Terrorregime in Teheran wackelt. Iran ist nach der Fälschung der sogenannten Wahlen zur reinen Militärdiktatur verkommen. Bricht das zerstrittene Regime zusammen, wäre das nicht nur das Ende seines Atomprogramms. Israel würde aufatmen. Afghanistan und Irak stabiler, Assad in Syrien müsste fallen und die Terrortrupps von Hisbollah und Hamas wären ohne ihre Brötchengeber aufgeschmissen. Die Vision eines freien, demokratischen Mittleren Ostens könnte Wirklichkeit werden. Begreift das denn niemand? Deutschland ist Irans größter Handelspartner. Geschäftemacherei zum Wohle der Mullahs, die Steinigung, öffentliches Hängen und Amputationen als Strafen der Scharia feiern. Die Demonstranten foltern, erschießen und mit Äxten totschlagen lassen. Deutschland verfügt über mehr zivile Druckmittel als jedes andere Land gegen diesen Abschaum. Unser Finanzminister beleidigt und beschimpft derweil gekonnt demokratische Nachbarländer. Menschenrechtsverletzungen sind für ihn gegenüber Steuerhinterziehung halt nachrangig. Deutschland wurde vom Naziterror und vom Sowjetkommunismus befreit. Von anderen. Folgt daraus irgendeine historische Verpflichtung für unser Land, wenn ein Regime seine Bürger massakriert und wir Druck ausüben können? Oder ist eine mit routinemäßiger Betroffenheit verlesene Erklärung tatsächlich alles, was wir zu leisten vermögen? Aber immer schön den moralischen Zeigefinger heben und andere belehren. Darin sind wir ganz groß. Wenn die Menschenrechte im Iran unsere Angelegenheit sind, wäre der Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen mit den Mullahs oder wenigstens die Drohung damit eine mögliche Antwort auf die Massaker. Ein Hieb für die Terrorfürsten, eine unglaublich wichtige Ermutigung für die Studenten. Wir stehen auf Seiten der Demonstranten, Frau Merkel. Und was tun Sie? Bislang nichts.